Hallo und willkommen zurück zu einem kurzen, schnellen Infovideo. Ja, ihr seht es vielleicht schon, ein Stream-Overlay ist nun vorhanden. Hey! Und ja, da seht ihr einen wunderschönen Rahmen. Also alles, was ihr jetzt sehen werdet, ist selbst erstellt. Sprich, hallo, da bin ich. Ja, ihr seht, aber ein Problem gibt es. Und zwar nimmt meine Kamera nur im 4:3-Format auf. Und weil ich jetzt auf 16:9 mache, streckt sich deshalb so auseinander. Nicht die beste Lösung, ich weiß, aber ich glaube, man kann sich irgendwann damit anfreunden. Genau, die Szene, die ihr gerade seht, das wird dann später die Gaming-Szene. Das heißt, ihr habt dann ein kleines Chatfenster über dieser Anzeige unten, wo jetzt auch 0 steht. Den Pause-Screen habt ihr noch, habt ihr sogar so ein kleines Glas unten rechts in der Ecke. Ja, seht ihr. dann wieder YouTube-Logo, wie viel gerade zuschauen und Chat. Dann käme hier noch die Unterbrechung, falls irgendwie ein Spiel gerade abgestürzt ist oder so. Stream Ending. Da habe ich dann sogar ein Feature ganz rechts, das am Ende des Streams mal zusammengefasst, wie was passiert ist. Was aufnehmen möchte, habe ich nur dieses Fenster. Ja. Also nicht wirklich viel. Aber es war heute das zu erstellen. Und ich hoffe euch. Also man kann sich mit dieser Ausstreckung auseinandersetzen. Ich habe übrigens eine neue Frisur. Hey. Ja. Genau. Machen wir diese Szene hier rein. Und dann würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass ein Like und ein Abo da, wenn du möchtest. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.